Okay, what the fuck? Ja, perfekte Scheiße. Es ist Mitternacht. Ich hab das so vermisst. Ich mach mal mein Licht hier aus und sehe hier gar nichts. Wo waren wir? Ah, ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich kenne das hier alles gar nicht mehr. Waren wir hier dran? Ja, ich guess jetzt einfach mal ja. Kann sein, dass das Let's Play heute ein bisschen... Ich betone auf das B. Wo ist mein B? Ich sehe die Tastatur nicht richtig. Meine Tastatur ist schwarz. Wo ist B? Da ist B. Ach, da lang. Super. Ich habe bei Fraps jetzt mal Looseless RPG Capture gemacht, oder wie das heißt. Da in Klammern stand Maybe Slower. Maybe Slower. Darum werden wir doch einfach mal gucken. Denn wenn es das abbringt, was ich eigentlich haben möchte, dann muss ich nicht ständig einen Benchmark machen. Dann kann ich hier voll durchziehen. Obwohl, mir sind die Benchmarks ja schon so ans Herz gewachsen. Ah, wir brauchen mehr Munition. Bis dahin werde ich mal mit dem Ding rumballern. Das hat noch ein bisschen was im Kaliber. Der Dockingport befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ja, toll. Schick ein paar Monster, die reparieren das bestimmt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Na klar, lass mich die ganze Scheiße machen. Ist ja nicht so, als wären nur ein. Ist ja nicht so, als wären da mehrere Mechaniker, ne? Nein. Ist auch nicht so, als wäre hier alles voller Monster. Nein. Alles kindersicher hier. Schieße auf die rote Spitze, um Objekte zu bewegen. Ich will aber nicht drauf schießen, das verschwendet doch Munition. Kann ich da irgendwas gegen werfen? Mann. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh man, that's beautiful. So. Du, die Waffe ist extrem stabil. Kann ich hier schweben? I believe. Okay, ich höre auf damit. So, was können wir denn hier alles machen? Damit schon mal nicht. Oh, ich hasse solche Freiflugdinger. Ich sehe immer nicht durch. Wir machen hier so ekelhafte Geräusche. Das klingt, als würde man... Ah, nee, ich beende diesen Satz mal lieber nicht. Ich hasse es, Muni zu verschwinden. Ich hasse es abgrundtief. Bis zur Unendlichkeit! Und ich höre auf. Sinnloses Nachladen. Yeeha, for the world. So. Ich darf jetzt aufpassen, dass ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu laut schreie. Weil meine Eltern schlafen da und ich will sie ja jetzt nicht aufwecken. Ja, das war ein Fail. Man schreit nicht, man lacht nicht diabolisch, wenn man gerade seine Eltern erwähnt hat. Scheiße, ne? So. Ripperklingen. Nee, brauche ich nicht, aber... Yeah! Plasma-Gatter-Energie. Plasma-Gatter-Energie. Plasma-Plasma-Plasma-Gatter. Plasma-Plasma-Plasma-Gatter. Plasma-Plasma-Plasma-Gatter-Energie. Plasma-Gatter-Energie. 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 Energie. Plasma-Gatter-Energie. So. Wäre vielleicht recht sinnvoll, wenn ich beide gleichzeitig abknalle. Ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Stross? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schall hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das hier auch. Gehen Sie einfach weiter. Einfach weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Wieso hier verzweifelt meine B-Taste? Ach, da ist der Boden. LOL. Geöffnet. Ah, dieser Raum ist mir so sympathischer als alle anderen.
Weil hier weiß ich ganz genau, hier passiert mir gar nichts. Mind the Gravity. Beachte die Schwerkraft. Wenn Nevermind niemals interessiert, also nicht interessiert und nicht bemerkt. Oh mein Gott. Hey, die Waffe ist gar nicht so schlecht. Suchergewehr Muni. Und wieder sinnloses Nachladen. Ich bin so gut. Na, das Gebiet kenne ich aus den aus dem Video All Death Scenes from Dead Space 2. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt abläuft. Hat er automatisch gespeichert? Ich habe ja ein echt dumpfes Gefühl. Oh, ich hasse Räume, wo man sich nicht in so eine Ecke verkriechen kann, wo man denn sicher ist. Oh, was für eine wunderbare Aussicht. Was für ein Planet ist das wohl? Ah ja, Licht. Stereoskoplicht. Augenkrebs. Tut weh. Ja, noch ist alles sicher. So kann es ruhig bleiben. What the? Oh, Crap, muss das sein? Ah, mir geht die Luft aus. Hör das tiefe Problem! Zur Hölle! War das eben gerade noch links? Wie viele sind denn hier? Scheiße, wie viele sind denn das? Oh mein Gott! Ich habe meine ganze Plasma-Katamunition verballert. Ich würde jetzt so kotzen, wenn die Luft ausgeht. Oh, diese Sicherheitsanlagen kamen ja extrem früh. Ich danke euch, liebe Sicherheitssystem. Ah, ich glaube, ich habe meine Eltern aufgeweckt. Scheiße. Toll gemacht, Flo. Oh, nicht schwer. Es hört sich wieder nach diesen Monster-Titten an. Keine Ahnung, wie ich den sonst nennen sollte. Astase soll das sein. Dann ist das bestimmt explosiv. Grenado! Freeze! Wie ich sie immer so gerne nenne. Stay calm, stay cool, the coolness of the cool. Ah, das war knapp. So widerlich, ey. Wow. Waren das die außerirdischen Fledermäuse? Ich hab doch keine Ahnung. Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Tolles Bildschirmproblem. Ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Titten! Wird in Kürze bei Ihnen sein. Okay, das war unnötig. Ja. Ich genehmige mir mal ein bisschen Droge und dann geht's auch direkt weiter. Ulala, ja. So sollte das ja vielleicht nicht unbedingt ablaufen.
Ich muss ja sowieso ein bisschen Platz machen im Inventar. Du tot? Ja, du müssen tot sein. Textlog. Persönliches Log, Howard Phillips. Oh, das sieht da ein bisschen komisch aus. Ich möchte heim.anti behauptet. Okay. Sie hätte keine Antwort auf meinen Versetzungsbesuch. Gesuch. Oh Gott. Man kann mal sehen, wenn man ein paar Tage nicht zur Schule geht, ist alles am Arsch. Ja. Nächstes Mal alleine, Leute. Irgendwas mit einem Vogel haben und was weiß ich nicht. Ich habe eben gerade die Fähigkeit des Lesens verloren. Das kann doch mal passieren und der Kerl scheint ein rechter Vogelfanatiker zu sein. Ah, diese Viecher gehen mir auf den Sack. Kann ich mit irgendwas nach denen werfen, damit ich keine Muni verschwenden muss? Ja, kann ich nicht so einen Vogel werfen irgendwie? Keine Ahnung. Ja, oder mit dem? Ich werfe jetzt mit dem. Der braucht eh kein Leben mehr, also was soll's. Schub der Wop. Bail. Dann ignoriere ich dich, mein bester kleiner Freund. Oder so. Ja, das war auch ein Weg. Ja, Miniback. Meins. Ja. Wo habe ich das denn jetzt hergeholt? Ich mag zwar das Suchergewehr sehr gerne, aber was für einen Plasma-Cutter wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich bin ja schon fast verleitet, so ein paar Magazine zu kaufen. Und ich bin schon der Geizhaken vom Dienst. Nein, das will ich nicht, das will ich. Meine Fresse. Nein, das wollte ich auch nicht. Was mache ich denn hier? So, hier. Ich will was verkaufen, meine Möglichkeit. Naja, dann hat nichts zum Verkaufen. Ja, Munition geht. Nicht. Sollte reichen, will ja nicht so viel kaufen. Aber ein bisschen Munition für das Ding ist schon nötig. Sonst sitze ich nachher in einer kalten Kante. Weil dieser Plasma-Cutter ist ja eine von den Waffen, die man ja unbedingt braucht. Was willst du? Ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Kannst du mal versuchen, ja? Willst du mich verarschen, oder was? Bin ich denn nicht würdig, um in den großen Raum zu gelangen, oder wie? Oder wie, oder wo, oder was? Naja, warte nur, du Bitch. Meine Wick ist um einiges cooler als jeder andere Wick auf diesem scheiß beschissenen Schiff. Ich will das jetzt nur mal gesagt haben. Ah, du bist ein scheiß Arschvieh. Was? Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Hä? 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 Was habe ich gemacht? Danke, Kumpel. Ich schuld dir was. Das war zwar unerwartet, aber yay. Ist nicht unheimlich, nein. Ah, ich bin ein Gott. Mann, ich bin so gut. Ja, Lady, huldige mir, aber erstmal gehe ich hier lang. Was? Autoschutz aktiviert. Stationswachmann Howard Phillips. Bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Hätte ich vielleicht die Leiche mitnehmen sollen? Komm mal mit, Howard. Du stummel Kopf, kannst mir helfen. Danke, Howard. Du hast mir sehr geholfen. Tja, Bitch, was sagst du jetzt? Kannst mal gucken. Was der Flo ja alles kann. Wenn ich ja nur so gut in Polnisch wäre. So. Ist dazwischen irgendwas Interessantes?
Nein, ich sehe keinen Sinn, da durchzugehen. Oh, diese Lichter gehen mir auf den Keks. Sleep time. Ah, sie können mich mal. Oh, no, no. Oh, da liegt es flach. That's all what I need, you bitches. This looks like this. It's a cold case. Ah, ich werde heute wieder schön schlafen. Irgendwas Interessantes hier? Da muss ich lang, also gehe ich da durch. Habt ihr gerade aus dem Bastard gehört? Die Musik läuft noch, also muss hier irgendwas sein. Ich nehme das nur an, ich bin mir da nicht sicher. Sieht mir ja jetzt noch relativ sicher aus, auch wenn die Musik wirklich mehr als nur unangebracht ist, weil, ja. Oh, noch ein Textlog, juhu, wir lernen lesen. Ich habe versucht, solange es geht, außerhalb der Reichweite von Antis Interface zu bleiben. Ich will ihre Entscheidung bezüglich meiner Verletzungs... Mann! Versetzung! Wieso denke ich da immer an Verletzung? Versetzungsgesuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computerisierten Bockmist. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie sie nie abgeschickt hat. Aber ich hab's Antis... Ich hab's Anti gezeigt. Ich habe beim Mittag alle meine Vögel aus dem Käfig gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Anti spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte was von abnorm Profilen. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Ja, und was, wenn die Vögel ganz zufällig mal in das Glas rumpicken, das kaputt machen und dann... Du, Regeln haben schon seine Gründe. Plasma-Katamuni. Wir sollten schnell einen Speicherpunkt suchen. Ich halte das sonst immer lange durch hier. Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Blas mir nur einen Ballon auf. Who wants more? Who wants more? Who wants it? Come on! A bitch! Oh, danke schön. Nichts für ungut, ihr seid alle Bitches. Scheiße! Bitch. Ich glaube, jetzt könnten wir unsere Wick auf 1 TP verbessern, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Yo, Mann, sind wir gut. Dann werde ich mich jetzt doch ein bisschen mehr auf die Waffen konzentrieren ab jetzt. Yay, volle Wick. Das hat sich doch jetzt voll gelohnt. Muss ich nicht mal Medipack verschwenden. Oh, ich will auch so ein cooles Kinetik-Ding haben.
Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wiederherzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf. Nö, ich glaube mehr. Sie geben auf, auch wenn Sie mich gerade nicht hören können. Tö, naja, was soll's. Ja, das hat's vollgebracht. Ja. Hat auch nur beinahe geklappt, aber auch nur beinahe. So ist es recht, mein Freund. Warum noch übertreiben? Ah, unsere Let's Play-Zeit ist vorbei, sehe ich gerade. Und super, hier ist ein Speicherpunkt. Okay, unsere Let's Play-Zeit ist nicht direkt vorbei. Wir haben eigentlich noch 3 Minuten. Ich sehe aber keinen Sinn, da jetzt noch weiterzulaufen, weil ich glaube nicht, dass wir in 3 Minuten noch einen Speicherpunkt finden. Darum machen wir heute mal sicherheitshalber ein kleines bisschen früher Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Dead Space 2. Und da wir ja jetzt eh gespeichert haben... Juchi! Da will man mal sterben? Ach komm schon! Da will man einmal sterben, ey. Da will, möchte man wirklich einmal sterben, und denn? Das ist doch schwul. Wir sehen uns.